Nachdem ich mich jetzt ein bisschen gestärkt habe mit 5 Pancakes, geht es weiter. Und zwar heute mit einer Low-Carb Pizza. Low-Carb Pizza von der Body Attack gibt es ab sofort in meinem Shop. Und wie das immer so ist, bin ich der Vorkoster. Und guck mal, was man da alles rausmachen kann. Und wie man das am besten in den Backofen bringt, sodass es schmeckt, beziehungsweise aus dem Backofen rausbringt, sodass es schmeckt. So, hier haben wir eine Pizza. Wir sind bei 100 Gramm auf 34 Gramm Protein. Wir sind bei Kohlenhydrate bei 4 Gramm, davon ist Zucker unter 1 Gramm. Und wir haben Fett 15 Gramm. Davon gesättigte Fettsäure sind 3 Gramm. Ballaststoffe haben wir 3,5 Gramm. Natrium liegen wir bei 1 Gramm. Wir benötigen eine Schüssel dazu. Eine große Schüssel. Wir benötigen einen elektrischen Schneebesen. Und wir benötigen natürlich hier die Low Carb Pizza Mischung. Und die mache ich mir jetzt natürlich hier komplett rein. Da sind schon 2 Teelöffel Olivenöl drin, darf man nicht vergessen. Jetzt kommt die Backmischung dazu. Ja. Backmischung besteht natürlich wie bei allen Low Carb Präparaten in Form von Backmischung. Besteht natürlich einmal aus Mandelmehl, aus Weizenkleber, Milcheiweiß, Hühnereiweiß. Ist in allen etwas drin, aber das ist ja eigentlich bekannt. So, dann haben wir natürlich hier einmal 150 ml lauwarmes Wasser. So, dann kommt hier dazu rein. Die ist mit dabei bei der Lieferung. Das ist natürlich die Trockenhefe. Einmal mit rein. Zack, Schneebesen an. Damit ich die heute nicht blamier. Habe ich schon mal gemacht. Die war richtig lecker. Machen wir heute gleich nochmal. Freue mich schon drauf auf eine leckere Pizza. Habe schon seit Jahren keine normale Pizza mehr gegessen. Low Carb Pizza habe ich bis dato erst gestern ausprobiert. Und ich muss sagen, die war mal richtig gut. Low Carb Pizza steht und fällt mit der Auflage, die ich drauf mache. Da muss ich natürlich schon gucken, dass ich ein bisschen was drauf mache. Um das Ganze natürlich auch geschmacklich entsprechend zu gestalten. Warum? Low Carb Brot ist kein normales Brot, Low Carb Pizza ist kein normaler Pizzateig. Entsprechend dessen muss ich natürlich auch schon ein bisschen, was die Zutaten dran anbetrifft, ein bisschen Fantasie walten lassen und entsprechend den Geschmack hervorzaubern. So, Teig ist fertig. Das ging gerade mal mit dem Rührbesen 2 Minuten. Der muss jetzt nochmal 25 Minuten, nicht vergessen, 25 Minuten an einem warmen Ort, also nicht heißer Ort, sondern ein warmer Ort. Hier drin haben wir es warm, weil wir haben natürlich ein Spitzenwetter mit 35 Grad und schwül draußen. Können wir es hier stehen lassen, 25 Minuten, und danach geht er aufs Backblech, dann wird er belegt und dann geht er ab in den Ofen, in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad. So, der Teig ist fertig. Der Teig ist 25 Minuten gegangen und wie ihr seht, habe ich ihn schon ausbereitet zu einer Pizza. Zu einer Pizza Grundfläche. Am besten empfehle ich euch einmal natürlich unten drunter Backpapier und natürlich auch oben drüber, um das Ganze zu glätten, nehmt ihr am besten ein zweites Backpapier, weil sonst habt ihr das ganze Zeug an den Händen hängen. Es geht natürlich auch mit Mehl, ihr könnt euch eure Hände mit Mehl einschmieren und dann das Backdrücken. Aber am allerbesten hat sich bewährt, wenn ihr also direkt ein anderes Backpapier nehmt, auch in den Großbackpapier drauf drückt und dann mit den Händen das Ganze etwas großflächig verteilt. So, dann haben wir hier natürlich die ganzen Zutaten, die Beilagen bzw. die Auflage für die Pizza. Da haben wir einmal Putenschinken, dann habe ich Tomaten, ich habe Oliven und ich habe Mozzarella Light. Insgesamt mit der Pizza zusammen bin ich bei guten 55 Gramm Protein. Ich bin bei ca. 20 Gramm Fett und bei ca. 4 Gramm Kohlenhydrate. Also für Low Carb optimal. Und so sieht die Pizza aus, bevor sie 25 bis maximal 30 Minuten bei Ober-Unterhitze in den Backofen für 25 bis 30 Minuten verschwindet. So schaut die Pizza aus, wenn sie fertig ist. Sehr lecker, kann euch versprechen. Überlebensdauer ganz, ganz gering. Halbwertzeit, ich schätze, 5 Minuten. Wie ihr sehen könnt, schaut das Teil verdammt lecker aus. Und ich werde mir natürlich jetzt auch gleich mal ein Stückchen genehmigen, beziehungsweise wahrscheinlich die ganze Pizza. Wie ihr gesehen habt, relativ einfach das Ganze zu bewerkstelligen, geht ruckzuck. Man muss halt einfach diese Zeit, wo der
Teig geht und der Backofen am Laufen ist. Jetzt insgesamt summa summarum eine ganze Stunde, die Zeit muss man sich nehmen. Ich arbeite nebenher, schneide die Videoclips, somit geht für mich die Zeit natürlich wahnsinnig schnell vorbei. Das war's heute mal zum Thema Low Carb Pizza der Firma Bodytech. Hervorragend in der Ernährungsumstellung, in der Low Carb Ernährungsweise. Bald geht's weiter und zwar geht's dann weiter. Erst mit Low Carb Brot und danach kommt ein Low Carb Schokokuchen. Lasst euch überraschen. Alles Gute, Andreas Triembacher, Personal Trainer Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe, dein Essen, meine Aufgabe.